Das Portal der Verwirrung und Ratlosigkeit durchschritten, sahen wir uns urplötzlich mit einem hochgewachsenen Baum mit menschlichem Antlitz konfrontiert. Wir haben unsere ganze Monster-Power zusammengenommen und zurückgeschlagen, haben den großen Baum gefällt, bevor er wieder aufgestanden ist, uns entgegengegrinst hat und gesagt hat, ich möchte mit in euer Team. Und bei dieser drolligen Menschenfratze konnten wir nicht nein sagen und haben ihn gleich mal mit auf unsere Farm genommen. Da ist er jetzt getauft auf den Namen Jinman, was so viel heißt wie menschliches Gesicht, menschliche Miene, menschliche Fratze. Und ja, da war es dir los. Da läuft hier schon alles hier auf Standby. Meine Güte, was für eine Einleitung. Jedenfalls, den Guten haben wir jetzt im Team. Müssen ihn dann, wie gesagt, mal gucken, ob wir ihn jetzt mitnehmen wollen. Peng, keine Ahnung. Dann sind wir zurückgekommen. Hier, nee. Wieder zurück, Simsalabim. Hier im königlichen Schlosse, im Land des großen Baumes. Und da hat uns die nächste gute Botschaft erwartet. Und zwar, dass wir jetzt in die Grotte des Sternenrings hineinkommen dürfen, um dort unsere Monster wahrscheinlich auch miteinander machen zu dürfen, ne? Monster-Ehen zu schließen. So können wir das mal ganz nüchtern und neutral ausdrücken. Da will ich gleich auch mal hin, aber ich glaube, der erste Gang sollte uns mal wieder zum Lager führen, um dort die Räumlichkeiten mit ein paar neuen Dingen von uns zu füllen. Wir haben nämlich wieder einiges gesammelt. Guck mal, das ist hier wieder dieser Obdachlose. Ja, der zauste alte Mann. Mal gucken, was wir ihm hier... Warte, ein bisschen was hier von hier noch liegen lassen. Komm, was haben wir denn hier? Ein paar Heilkräuter noch? 6 Stück... einen lasse ich mal da. Anti-Gegengift-Dinger hier. Engelsglöckchen nehmen wir gleich mal mit. Verteidigungssamen können wir gleich mal platzieren. Monsterfraß, haben wir noch was? 2 lassen wir hier. Chimärenflügel haben wir nur einen, deshalb, das bleibt so alles. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwas Schönes erreichen können, bevor es denn dann auch weitergeht. Wir haben ja noch ein Portal offen. Das Portal der Erinnerung. Und jetzt können wir nämlich hier hin. Das ist doch cool. Diese alte Schrapnellschrulle lässt uns jetzt scheinbar vorbei. Ach, guck mal. Ich wünsche mir, dass du diesmal bei dem Wettbewerb gewinnst, ja? Bei dem Sternenregen-Festival? Wenn du dort gewinnst, ja? Dann scheint dich... Man sagt, dann wird einem da deiner Wünsche erfüllt. Und wenn wir gewinnen hier, ja? Dann können wir uns doch was Tolles wünschen, bestimmt. Das wäre doch wundervoll. Was? Der Monsterälteste? Was mit dem? Der Monster-Opa sozusagen? Den findest du, wenn du hier runtergehst. Ja, da wollen wir noch nicht hin. Wollen wir mal hin, guck mal. Der sieht auch komisch aus, der da rechts rumtapst und ein kleines Mädel. Ich gehe aber mal ganz systematisch voran. Da haben wir auch ein Portal. Was ist das denn? Wo sind wir denn hier? Du da! Kennst du meine Tochter? Keine Ahnung, wer ist deine Tochter? Du kennst die nicht? Was ist das? Das ist ein kleines Kind. Das ist... Ne, die ist so niedlich, die ist so lieb, die muss man auch kennen. Die muss man auch kennen. Sie sollte draußen spielen, ne? Guck mal, kannst du dir mal angucken. Will er die vermitteln an uns oder was? Das ist für ein Fürst, ey. Oh Mann. Das sind komische Leute hier. Was sind die hier? Jedenfalls, das ist wahrscheinlich hier irgendwie so ein Privatanwesen, wo ich einfach reingestapft bin, ne? Wer bist du denn eigentlich? Die Person, die hier neben mir steht. Was ist das? Was macht die da? Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Oder vielleicht sogar... Was ist in eurem Haus hier? Verdammt nochmal. Warum habt ihr unbekannte Leute? Diese hier, ne? Diese komische Gestalt. Dieses Reiseportal dort. Niemand darf dort. Niemand überlasse ich den Zugang. Ach so. Ich, starkköpfiger, sturköpfiger alter Mann. Ja? Du solltest meine Sturköpfigkeit, solltest du mal hier erfahren. Also, er ist so sturköpfig, er lässt uns nicht vorbei. Deshalb, wir befinden uns im Haus des sturköpfigen alten Knackers. Sein Haus ist es also. Gut, kann ich auch mitleben. Was haben wir denn hier noch? Ach, guck mal. Hier können wir scheinbar Monster-Eier oder so vielleicht hinterlassen. Was bist du denn für ein kleiner, süßer Junge? Wie heißt du? Teddy? Ah, mein kleiner Teddy. Ich bin hier der, ja, wie soll ich das am besten übersetzen? Ich bin der Eieraufseher, sozusagen. Der guckt sich die Eier an. Der passt auf Eier, das ist so eine Eiermaxe.
Ein Eiermann halt. Der Eiermann ist das. Herzlich willkommen hier. Ich kümmere mich um Eier. Und gucke, ich bin immer so gespannt, ja. Was da für schöne, spannende Wesen rauswachsen. Der guckt die an, die Eier, und dann sagt er hier, da, zack, da kommt das raus, das und das raus. Und irgendwie, wir können ja natürlich, das ist nämlich das Schöne, dass wir dann Monster verheiraten und dann die machen halt, die schnackseln dann so ein bisschen und dann wird dann auch was daraus geboren. Und er hilft uns dann dabei wahrscheinlich da, dass wir da dann ein bisschen schneller die Sachen auch herausfinden, was denn da auf uns wartet, ne? Und darüber hinaus habe ich noch eine Aufgabe, und zwar Shukufuku, was so vielleicht wie Segen sprechen oder was? Shukufuku ist sowas, Glück, beglückwünschen oder Segenspruch. Oh, und damit mit diesem Segenspruch kann ich die Geschlechter der Monster ändern. Was ist das denn hier? Das ist aber ziemlich progressiv, das Spiel hier schon. Das ist ja unglaublich. Oh, guck mal hier, ich kann mal Geschlechter ändern lassen, das ist gut. Verstehst du, was ich sage? Also, was möchtest du machen? Gut, ach, ich habe kein Ei, ne? Du hast keine Eier dabei, jetzt kann ich nicht gucken. Nee, Geschlechter will ich mal so beibehalten. Was? Oh, willst du schon gehen? Okay, dann komm doch mal wieder. Ich glaube, da komme ich nie wieder hin. Der ist, ich weiß nicht, mit was für komischen Praktiken der Geschlechter erinnert, aber es macht mir Angst. Puh, endlich habe ich es geschafft, bis noch ganz unten zu kommen. Und wenn du da weiter runterschreitest, die Treppe, dann bist du in der Höhle des Sternenfalls, da müssen wir auch hin. Das ist die süße Tochter, von dem der Typ geredet hat, ne? Ah, du bist ziemlich... ich habe gehört, du bist ziemlich stark geworden, nicht wahr? Ich denke, es wird für dich unmöglich sein zu gewinnen zwar, aber... Gib auf jeden Fall dein Bestes trotz dessen. Danke für diesen fehlenden Optimismus. Was bist du denn für einer? Der lässt mich rein. Verschwinde mal hier! Das ist das Zimmer von... das Haus von Betty steht da oben links. Meine Betty gebe ich niemanden. Das ist ja nicht meine Betty, du, und nicht eure Betty. Ja, ja. Kannst du mit Betty behalten. Oh, was geht hier? Die Mucke. Die Mucke rastet gerade vollkommen aus. Hier waren wir schon mal. Sollen wir mit den ganzen Fürsten hier reden? So. Ein Monster, was direkt geboren wird, ist erst Level 1. Also, ich denke, wenn du nur Level 1er Monster hast, dann wäre es ein Problem. Das ist die Schwierigkeit, die wir dann haben, ne? Deshalb, du müsstest das eigentlich... du solltest die nach und nach entsprechend vereinen. Oder beziehungsweise reorganisieren, deine Team-Einheiten. Denn dann ist auch die Gefahr auf deinem Abenteuer nicht so groß, ne? Ja, das Zimmer vom alten... vom Monsterknacker ist dort jenseits dessen hier. Also, wenn du weitergehst. Und wenn du diese Ranke dort emporklimmst, kannst du bis nach oben gehen. Ach so, das ist cool, da haben wir eine Abkürzung. Ah, was die Vereinigung von Monstern anbelangt. Da musst du das so machen. Ja, also der Schlüssel zum Glück ist es, männlich und weiblich zu kombinieren. Ich weiß, es ist schwierig. Ab und zu, ja, frustrierend, wenn man da, wenn man nicht auf die Geschlechter achten wollen würde. Aber hier ist irgendwo jemand, der die Eier auch betrachtet und sich darum kümmert. Und er kann den Segen sprechen und damit das Geschlecht auch ändern. Ach so, von den Eiern, ne? Ich dachte von den bereits ausgewachsenen Monstern. Das wäre aber auch echt gruselig gewesen. Der sagt jetzt, du musst wissen, wenn du Monster passt und dann Kinder machen lässt, dann verschwinden die Eltern, die gehen kaputt. Aber die Fähigkeiten der Eltern gehen auf die Kinder über. Wenn du zum Beispiel einen Drachen nimmst und ihn mit einem Homie-Slime verbindest, werden wahrscheinlich, wird es ein Homie-könner Drachenjunge. Ein Drachenkind, was Homie beschwören kann. Und wenn du das dann heranziehst, und weiter mit einem anderen Monster kombinierst, dann kannst du so immer weiter die Fähigkeiten ausbauen und dir deine Monster zusammenstellen. Oh, lange ist's her. Erinnerst du dich an mich? An meine Wenigkeit? Ich hab dich zum Schloss gebracht, als du hier angekommen bist. Die Leute nennen mich Monster-Opa.
das ist die Grotte oder die Höhle des Sternfalls. Und hier ist der Ort, an dem man Monster vereinen kann. Und hier kann man Monster mit Monstern verheiraten. Und wenn man sie heiraten lässt, dann werden Eier geschaffen. Und ja, du kannst dann diese Eier letztendlich zu Monstern machen. Was möchtest du machen? Monsterverein oder mal richtig schön hier die Eier ausbrüten und da ein bisschen mehr was raus schaffen, oder? Ich habe noch kein Ei, ich müsste also erstmal welche vereinen. Das ist jetzt wird es ziemlich schwierig, weil das Problem, was wir haben, ist, dass wir uns dann verabschieden müssen von den Monstern, ne? Also, Haigosuru, also vereinigen, oder Fukasuru ist ausbrüten, ne? Ein Ei ausbrüten, also ausbrüten lassen, sozusagen. Was ist, wenn ich den Verein mache? Welche Monster möchtest du vereinen? Wir können ja mal mit welchen machen, die wir gerade auf der Farm haben. Denn wir haben jetzt hier Slabo, ist unser Anfangsschleim, dann haben wir Doda, unseren Draki, Heumin, unseren Heumi-Slime, Donan, Godems, Gogo, unser Geistermädchen, An die Ameise, glaube ich. Nee. An der Ameisenberg, Gundi, Soldatenameise, Oniwa, den großen Gockel, den wir in der letzten Folge gefangen haben, Beppi, unser kleinen Beppi-Satan, und Jinmen, den Baum. Was ist denn das Weibliche? Was? Haben wir nur ein Mädel? Wir haben gleich nur ein Mädel, wir können nur Gogo. Wir können Gogo verfeuern. Oh nein. Ich kann nicht Gogo, oder? Ich würde Gogo am liebsten mit dem Baum paaren, oder? Tschüss. Ich gucke gleich nochmal. Ich überlege mir das jetzt, ob wir Gogo wirklich verarbeiten. Pichi Pichi, sagt dieses Wesen. Ich kann es nicht identifizieren. Keine Ahnung. Ich erzähl dir was Gutes. Wenn du jemanden vereinst, Monster vereinst. Achso, dann kannst du die Leute, die du dir aussuchst, ne, und vereinst, kannst du dann natürlich dir Vorteile können wir letztendlich daraus gewinnen. Achso. Ja, wir müssen nämlich gucken, dass wir dann die so paaren, dass wir dann letztendlich nämlich die besten Sachen auch rauskriegen. Also, wir müssen noch gucken wegen den Gattung auch, wenn man zum Beispiel Schleimmonster schaffen möchte, dann sollte man als Basis auch ein Schleimmonster nutzen. Drachenmonster dann, wenn man das schaffen will, dann als das also als Monster geben, ne? Ach so. Also wir müssen das als erstes wählen und dann wird daraus dann diese Gattung, ne? Als Basis sozusagen. Zu ist das Ding hier. Nee, da können wir noch nicht rein. Okay, das ist verschlossen. Oh. Wollen wir den Geist von Gogo in irgendwas reinschieben irgendwie? Also ich meine, weiterleben lassen? Versuch das mal. Gogo würde ich schon als Basis nehmen. Ich nehme mal Gogo. Und Gogo mit was? Mit Heumin? Mit Schleim? Oder mit Golems? Nee, zwei aus meinem Team können die nicht. Den großen Gockel? Soll ich Gogo dem großen Gockel opfern? Was ist, wenn ich Gogo mit Heumin mache? Gogo kriegt dann Heilung, oder? Dann ist ein Geist Level plus 1 wird dann hervorkommen. Haben wir schon, dieses Monster. Also es wird einfach nur ein optimiertes Gogo-Versionchen. Ne, das machen wir nicht. Was ist, wenn wir Gogo... Mal gucken, was passiert, wenn wir Gogo wählen. Und Gogo zum Beispiel mit... Moment. Dem Baby-Satan verbinden. Ich weiß, es ist eklig, dass wir jetzt ein Baby nutzen. Mal gucken. Sannen, also leider... Geht nicht, wenn... Ah, muss ich weiter an... Muss stärker sein. Level 7 geht also nicht. Wenn ich den Baum gleich verfeuere... Was ist, wenn ich den Baum nehme? Gogo und ein Baum wären Mumie Level plus 1. Eine plus 1 Mumie wäre doch auch ganz cool, oder? Ein Monster, das wir noch nicht hatten bisher. Ich
will noch einen Versuch machen. Was ist, wenn ich Goro mit dem Golem mache? Ich glaube, das wäre alles ein bisschen zu heftig, ne? Wenn ich jetzt gleich zwei Partymitglieder nehme, dann bin ich ja wirklich geliefert. Shadow plus 1 wäre das mit Golem. Weißt du, was ich aber mache? Ich wage noch einmal den Versuch, Goro zu nehmen. Ah, ist so niedlich, ne? Slavos, was ist denn der... Heumin? War, glaube ich, nur ein Geist plus 1, ne? Dodan kann ich nicht... Den Drachen kann ich nicht aus der Hand geben. Kann ich den Gockel? Oder müssen die mindestens Level 10 sein? Ich glaube, wir müssen mindestens Level 10 sein. Mal gucken, was er bei Dodan sagen würde. Ein böser Geist würde dann entstehen. Ich denke, ich werde Gogo. Mit dem Baum. Einem Mumie plus 1. Haben wir noch nicht. Machen wir, komm. Also gut, damit ist es entschlossen. Ah, warte kurz. Oh, Gogo. Mit dem Baum. Nein, oh. Ist ja furchtbar. Gogo und der Jinman sind leise von dann gezogen und haben eine Wurst hinterlassen. Ah, guck mal, ein Mumien-Ei. das Auspressen sind 20G. Wollen wir es jetzt aus... Ich will eine weibliche Mumie haben. So, deshalb, ich sag mal ganz kurz, nee, ich will mal weg hier. Ich gehe mal ganz kurz zu dem Begutachter. Der soll mir bitte mal das weiblich machen. Soll er mal ein paar Y-Chromosomen mit reinschießen in das Ei. Wie auch immer er das macht, mit seiner Harfe vielleicht. Der hat ja eine Harfe gehabt, ne? Ja, guck mal. Gib mal den Segen hier, Mumie. 150 Gold? Bist du krank? Aber ich muss es leider machen, ne? Guck mal. Gogo und Jinmen. Ich entscheide das. Lalalala, lalalala, sagt er hier. Was denn denn für ein Schaden? So, ich hab's gesegnet. Es wird was Tolles passieren. So, ich hoffe, du hast einen Segensgruß. Wenn dein Segensgruß hier mir nicht Glück bringt, du oller Typ, dann hole ich mir meine 150 Gold wieder. Und jetzt holen wir mal das Ei. Lassen wir mal was rauspressen. Problem ist, ich habe jetzt natürlich eine Baustelle im Team. Die müssen wir etwas aufbauen, bevor wir hier überhaupt weitermachen können. Deshalb, wir brüten mal die Mumie aus. Und das kann... So, ja. Also gut. Also so, warte kurz. Zack! Das Ei dorthin gelegt. Und schon kommt eine Mumie aus dem Ei. Mumie plus natürlich mehr nicht, ist ja klar. Wir dürfen Namen geben. Mami. Nee, ich möchte hier ein wenig mit im Geiste der Eltern gehen, also da verfahren. Und deshalb, Gogo hatten wir ja, das Geistermädchen. Also der Namen, erste Namensteil der Mutter, Go. Und Jinman hatten wir. Und dann will ich da auch im Gedenken dran bleiben. Und ich nenne ihn Go-Jin. Go-Jin. Wäre doch was, oder? Ich wüsste nichts anderes. Go-Jin. Na cool. Mumienboy Go-Jin. Wollen wir ihn Go-Jin taufen? Ja. Wollen wir ihn mitnehmen direkt? Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, was Go-Jin denn überhaupt kann. Unser neues Monster. Sieht schon ganz cool aus, ist aber schwach wie sonst was. Seht ihr, da sind die Werte im Vergleich natürlich miserabel. Da müssen wir ein bisschen Erfahrung drauf setzen. Gojin hat keine Fertigkeiten. Entwickelt er hoffentlich aber noch. Wobei, der Baum hat ja auch nicht wirklich gearbeitet, ne? Deshalb mal gucken, ob... Aber ich glaube, er lernt bestimmt noch tolle Dinge. Von Mama... Gogo hätte lernen können, wie er Monster ablutscht. Vielleicht kann Gojin das ja auch noch lernen. Mir war es auf jeden Fall sehr viel wert, dass wir jetzt ein Geistermonster haben, noch im Team.
Oh, okay, ich bin ja auf der Farm. Oh, da hat der... Scone! Hat das Ding auf mich gekackt. Oh, das, was wir uns getroffen haben, ist ein Sky Dragon Egg. Ein Ei des... Aber das Ei kann ich nicht mitnehmen, warum noch nicht? Wir haben es erstmal... Okay, weil wir keinen Platz haben, können wir das dann ausbrüten? Kann ich einen Sky Dragon nehmen? Kann ich dann den Sky Dragon gleich vielleicht hier, ne? Darf ich nochmal gucken? Ein Flugdrachen gleich. Klingt zumindest auf Anhieb sehr stark. Mal gucken. Wenn wir schon ein Ei kriegen, ne, dann wollen wir das Ei auch vielleicht gleich mal hier auspulen. Hab noch was für dich. So, ausbrüten. Sky Dragon. 10 Gold kostet das, komm. Der sieht ja cool aus. Alter, ausbrüten. Ein Sky Dragon gleich zu Beginn? Das ist doch ein starker, das ist schon ein starker, starkes Kaliber, oder? Guck dir den mal an. Ein weiblicher sogar. Scar heißt er hier. Scar finde ich eigentlich ganz gut. Komm, ich bleib bei Scar. Wollen wir ihn Scar nennen? Ja. Wollen wir Scar gleich mitnehmen? Wenn ich Scar jetzt mitnehmen würde, hätte ich das Problem wegen den anderen, ne? Nee, ich lasse ihn nochmal auf der Farm. Wir können ihn ja noch jederzeit dann nochmal machen. Ich will mal... Nee, ich müsste Gojin und Scar erstmal... Ich wollte gerade sagen, ich kann die ja wieder gleich paaren. Die Babys gleich wieder, zack, heiraten. Aber ich glaube, ich möchte jetzt erstmal... Gojin ein bisschen stärker machen. Bevor ich mit Scar zu sehr mich beschäftige. Wobei es natürlich cool ist, einen Sky Dragon im Team zu haben. Was ich vielleicht mal machen sollte, ich habe gleich noch einen Chimärenflügel, falls was passiert, können wir jederzeit fliehen. Wir gehen nochmal hinter das Portal, was wir schon geschafft haben und versuchen damit Gojin ein wenig stärker zu machen, unsere Mumie. Um dann entsprechend, ne, den so zu stellen, dass wir damit auch weiterspielen können. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen aufpowern tatsächlich. Vielleicht finden wir aber auch noch ein paar kleine Medaillen oder irgendwas, was uns weiterbringt. Hier, 15G zum Beispiel. Das Gold, was wir gerade verbraucht haben. So, ich greife einfach mal an. Gojin macht aber doch ganz gut Schaden dafür, dass er Level 1 ist erst. So, Gojin steigt. Und zwar ruckzuck rapide. Das ist nämlich das Schöne, dass er jetzt wirklich ganz fix aufsteigt und wir dann ihn auch nutzen können. Guck mal hier. Gibt's gleich noch eine kleine Engelsglogge. Und ein Chimärenflügel. Ah, du schon wieder. Du bist mir einer. Da wage ich mich erst dran, wenn Gojin ein paar Level gestiegen ist. So, da wurde Gojin gleich schon attackiert. So, Erfahrungspunkte bitte her. Dodan ist gestiegen. Guck mal, Golems und Gojin. Das ist nämlich cool, dass der jetzt wirklich auch recht fix steigt. Sprich, wir können dann vielleicht, wenn er jetzt gleich noch auf Level 5 steigt, dann können wir vielleicht auch den Pfaffen besiegen. Dann heile ich ihn erstmal. Der muss ja eigentlich nur überleben, ne? Das ist ja das Wichtige. So. Dann heile ich ihn mal. Ich wag es einfach mal, auch wenn das jetzt wirklich auch nach hinten losgehen kann. Und was? Ja, ne? Genau. So. Ah, dass ich dir treffe. Ja, komm. Fasel nicht. Kämpf. Boah. Eieieiei. Zwei Lizardmen und so ein Phönix-Ding. Dodan, greif mal an mit deinem Feueratem. Golems. Auf jeden Fall den Phönix. Und Gojin, du kannst ja nichts. Deshalb greif mal an. So. Den Phönix habe ich natürlich wieder nicht. Der schlägt alles zurück. Wir greifen einfach mal an. Er heilt sich, ist klar. So, bitte nicht Gojin töten. Gojin ist sehr ramponiert, das heißt, wir müssen mal ganz kurz hier heilen. Okay. Weiter
attackieren. Jawohl, und nochmal. Angriffsphase und dann schaffen wir das. Hat uns zugesetzt, aber 182 Erfahrungspunkte. Da steigt Goji noch gleich mal auf Level 7 hoch. Perfekt, so schnell kann man sich dann nämlich auch aufpowern. Und unser kleiner Mumienfreund wird auch entsprechend stärker. Und mal schauen, ob wir hier vielleicht doch noch ein, zwei Level steigen, bevor wir rauskommen. Oh, ein Leichnam. Rodan wurde leider hier von dem Schleim abgelutscht. Egal, wir greifen an. Ich lasse einfach mal jetzt selbst entscheiden, was sie machen. In der Hoffnung, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Komm schon. So, besiegt. Und ein weiterer Levelanstieg für Gojin. So können wir auch unser Heilkraut-Vorhaben ein wenig aufstocken. Ein Evil Sheep. Oh, und er will mitkommen, ein männlicher Evil Sheep. So langsam könnte mal weibliche Monster uns zuschicken. So, wir nehmen ihn mit. Abby heißt er. Oder Abby. Schöner Name. Garnele heißt das auch übersetzt. Deshalb, ich sag einfach mal, ja, komm mit. Nicht in mein Team, aber auf der Farm. So, weiter gucken wir. Und hier kommt der nächste Kampf. Gojin greift an Dodan und Godems. Komm. So, und dann, wenn wir Gojin vielleicht auf Level 10 haben, können wir Gojin auch sonst weiter paaren lassen. Auch wenn er keine Fähigkeiten nämlich hat, dann bringt er uns nämlich nicht so viel. Mal gucken. Wir setzen auf jeden Fall die Angriffswelle hier fort. Und mittlerweile hat er sich ganz gut eingefunden im Team. Aber man sieht natürlich, die Werte rechts sind nicht so ganz toll. Aber er wächst ja noch heran. Unser kleiner Mumienfreund. So, noch ein Kampf. Und von neuem. Wir sind dran, ein kritischer Treffer auf den Baby-Saturn. Jawohl. Und das war das. So ein bisschen trauert man ja Goro schon noch nach. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal durch hier. Um vielleicht hier noch ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Können hier nichts mehr einsammeln. Leider Gottes. Flügel haben wir aber auch genug. Ein weiterer Evil Sheet. Der gibt auch nicht wirklich Erfahrungspunkte. Aua. Aber da können wir gut was ernten. Also, lassen wir sie zuschlagen. Oh, wir werden vergiftet von dem Untoten. Das ist fies. Gift ist echt fies. Holla Leichnam, weg mit dir. 54 Erfahrungen hier nochmal. Ah, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass sie tatsächlich dem Gifte zum Opfer fallen. Ich hoffe immer nur einen Schaden pro Schritt, den wir gehen, oder? Ja. Ich kann natürlich nicht mal ein Gegengift nutzen, sollte ich vielleicht auch machen, zumindest bei meiner Mumie. Der Golem hält das aus, glaube ich. Glaube ich, wie gesagt, ne? Wir müssen jetzt eigentlich nur noch zum nächsten Portal kommen. Das dürften wir eigentlich schaffen. War oben noch eine Abzweigung? Ich sehe das gerade nicht, aber ich glaube nicht, ne? Nee. Aber wir können jetzt die Heilung hier mitnehmen. Und einen weiteren Kampf über uns ergehen lassen. Gojin greift an, Dodan greift an. Und auch Godems.
Perfekt. So, mehr geht leider nicht ins Inventarfeld rein. Das heißt, weiter. Und dort ist das Portal, was uns auch rausbringt. Sprich, noch die Leiche töten. So, die Leiche ist tot, das ist gut. Und dann wollen wir hier raus. Und uns dann zum Pfaffen bringen lassen. Der heilt uns und dann haben wir unseren Soll zumindest vorerst erfüllt hier. Guck mal, ach. Wie gesagt, wir haben einen Gojin Level 9. Ich weiß nicht, er hat noch keine Fähigkeiten erlernt, ne? Doch, jetzt. Mahoton. Ah, er kann... Ah, er kann Zauberkraft versiegeln. Das ist wahrscheinlich von seinem Papa, dem Baum, erlernt worden. Das ist doch schon mal ganz gut. Vielleicht bringt uns das was. Wir werden ihn auf jeden Fall noch ein bisschen beibehalten und mal hoffen, dass es uns so gut weiter ergeht. Liebe Leute, das war's mit der Folge. In der nächsten geht's weiter und bis dahin bleibt ihr gesund und munter. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.